Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Sie sind hier beim Webinar der IHK für München und Oberbayern. PACMAS Digital ist unsere Devise. Wir wollen Ihnen helfen bei Ihrer Digitalisierung. Heute speziell zum Thema Suchmaschinenoptimierung. Schön, dass Sie da sind. Ich hoffe, es funktioniert bei Ihnen technisch und organisatorisch alles, dass Sie uns sehen, dass Sie uns hören. Ich bin Bernhard Kux von der IHK für München und Oberbayern. Bei mir sind drei Experten, die uns heute teilhaben lassen an ihrem Wissen zum Thema eben Suchmaschinenoptimierung, also wie Sie selber besser gefunden werden können. Sie haben drei Beispiele mitgebracht. Also zum einen begrüße ich Timo Specht. Hallo Timo. Hallo zusammen, hallo an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Zweiter im Bunde ist Thomas Kaiser. Hallo. Hallo. Sehr schön. Und Florian Werner ist auch noch bei uns. Hallo. Hi in die Runde. Sehr schön. Ich hoffe, Sie haben uns alle vier gut gehört, sehen uns sehr scharf. Sie können gleich mal im Chat ausprobieren, wie es funktioniert, uns Feedback zu geben, weil darum machen wir das ja. Wir machen das für Sie, damit Sie ein Stück weiterkommen. Sie können uns schreiben, wenn irgendwas technisch nicht funktioniert. Im Hintergrund ist noch mein Kollege Daniel Mayer, der uns dann auch technisch ein bisschen betreut. Also hoffen wir mal, dass alles hält, dass es technisch funktioniert. Wir zeichnen die ganze Sache auf, sodass wir dann am Schluss dann auch ein YouTube-Video haben können. Es sei noch mal ganz kurz gesagt, wer hier organisiert und was wir hier machen. Bernhard Kux, ich habe es schon gesagt, Sie können mich gerne erreichen, wenn Sie Ideen, wenn Sie Anregungen haben. Wir machen das im Rahmen unserer Initiative PACMAS Digital. Sie sehen es, PACMAS Digital ist die Hauptwebseite dazu. Sie können natürlich auch ganz allgemeine Themen zur IHK auf der IHK-Website finden. Wenn Sie in den Newsletter gehen, sind Sie herzlich eingeladen, diesen zu abonnieren, speziell die Digitalisierungsausgabe. Wir versenden einmal wöchentlich einen Newsletter, wo Sie dann Termine auch schon frühzeitig bekannt bekommen. Die ganzen Webinare, die wir haben, haben wir auch zusammengestellt auf einer Webseite. Das heißt, nutzen Sie die Angebote, damit Sie Ihre Digitalisierung ein bisschen verbessern können. Das würde uns freuen. Wir haben auch eine ganze Reihe von weiteren Terminen im Februar schon, morgen zum Beispiel, der letzte Tag des Januars, geht es um Open Data in Bayern. Wir haben da eine Reihe speziell zum Thema Daten, weil Daten sind nun mal das Fundament für KI und ähnliche Anwendungen. Also suchen Sie sich das raus, melden Sie sich an, gehen auf PACMAS Digital auf die IHK-Webseite, da finden Sie dann die Anmeldungen. Alles ist kostenlos, ein Termin ragt da ein bisschen raus, das ist der 6.2., das ist ein Präsenztermin, also kein Webinar. Geht es auch um KI mit dem 16. Afterwork Zukunftschancen. Also nutzen Sie die Gelegenheit, kommen Sie zur IHK, entweder digital, so wie heute, oder ganz persönlich. Das sei schon der Vorrede gewesen. Wir haben vor ungefähr eine Stunde, wenn wir ein bisschen überziehen, kein Problem. Wir haben gesagt, drei Experten, jeweils 15 Minuten, sodass wir dann ein bisschen was mitnehmen können, verschiedene Blickwinkel auf das Thema Suchmaschinenoptimierung. Wir starten mit Timo Specht, gefolgt von Thomas Kaiser und Florian Werner. Und am Schluss, die letzte Viertelstunde, haben wir dann Zeit für Ihre Fragen. Da suchen wir dann die Antworten drauf. Also nutzen Sie es, nutzen Sie den Chat. Ich bleibe für Sie im Hintergrund aktiv, so dass wir die ganze Sache dann Ihre Fragen sammeln. Sie können sie anonym stellen. Das heißt, Sie müssen keine Angst haben, wenn Sie eine dumme Frage stellen, dass Sie dann persönlich genannt werden, dass Sie derjenige sind, der diese Frage gestellt hat. Ganz im Gegenteil, wenn, dann stelle ich die dummen Fragen für Sie. Und hoffe dann, eine sehr gute Antwort von unseren drei Experten zu finden. Jetzt schalten wir um gleich zu Timo Specht. Jetzt geht's los mit Suchmaschinenoptimierung, sodass wir dann wirklich zum Thema kommen. Jetzt ist 11:04, eine Viertelstunde Zeit für eine Website girowerk.de und die verschiedenen Aspekte von Suchmaschinenoptimierung. Wie gesagt, bis auf Timo Specht gehen wir jetzt in den Hintergrund, sind aber nach wie vor da. Viel Spaß, Timo, deine Bühne. So, guten Morgen zusammen. Ja, bald ist schon Mittag. Jetzt hat es kurz nochmal umgeschalten. Bitte, ihr müsst mir einfach signalisieren im Chat und Bernhard mit dir im Hintergrund, ob es bereits überträgt. Ich starte jetzt nochmal die Präsentation von Anfang an. Genau. Moment. Und dann müsste es, jetzt seht ihr man Passt. nicht alles. Moment. Doch, Passt so, wie es sein sollte, ja. es passt so, wie es sein sollte. Ja, genau das wollte ich hören. Mittlerweile sind wir 61 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Schön, dass ihr alle da seid. Genau, ich hatte die große Ehre, dass ich mit Bernhard und dem ganzen PACMAS Digital Team in Kontakt kam.
Genau, deswegen freue ich mich heute in dieser Viertelstunde. Ich stelle mir mal einen kurzen Handy-Timer. Also um 11.20 Uhr sollten wir gemeinsam durch sein, dass ich genauso lang auch das Ganze für euch präsentiere. Ihr müsst keine Screenshots machen. Ihr dürft einfach nur zuhören. Ihr dürft Dinge natürlich im Hintergrund und im Kopf direkt zurechtrücken. Aber alles gibt es als Aufzeichnung. Ich sende euch auch nach dem Webinar nochmal die Slides zu. Deswegen, ihr dürft euch wirklich guten Gewissens zurücklehnen. Und dann starte ich jetzt durch, stellvertretend schon mal für uns drei. Ich heiße Timo Specht, ich bin Gründer und Geschäftsführer von der Specht GmbH. Und heute habe ich euch einen kleinen Case mit dabei, nämlich es geht um Local SEO. Das ist genau das, worauf wir mit der Specht GmbH spezialisiert sind. Wir helfen primär lokalen Unternehmen, Dienstleistern, Praxen, Coaches, Beratern, Agenturen, dass sie für ihren lokalen Keywords in Google durch Suchmaschinenoptimierung ganz oben stehen. Das heißt, wir machen primär all das, was eine Webseite nach oben bringt, auf unbezahlte Art und Weise. Damit meine ich natürlich unbezahlt im Sinne von keine Google Ads. Wir unterstützen aber auch Optimierungen durch Google Ads, um einfach mehr Traktion hinzubekommen. Ja, und mittlerweile mache ich das seit über 7 Jahren. Mein Bruder hat es schon, Christoph, einige Jahre zuvor gemacht. Zusammen haben wir diese Agentur gegründet und weiterentwickelt. Wir haben zwei Büros zwischen München und Ravensburg, haben mittlerweile ein 10-köpfiges Team, haben richtig, richtig viel Freude an SEO und haben vor allem aktuell über 500 Google Business Profile in unserem Monitoring, haben über 500 Kunden auch historisch betreut und haben mit rein organischem Traffic, also ich spreche aus eigenem Exempel mit euch, haben durch rein organischen Traffic, durch unsere eigene Suchmaschinenoptimierung, wo wir bei SEO-Agentur München ganz oben stehen, mittlerweile 7-stellige Jahresumsätze. Und deswegen, ich weiß, von was ich spreche und diese Einfachheit dahinter und diese simple Methode, um für euch mit eurer Kerndienstleistung ganz oben zu stehen und wirklich Umsatz darüber zu machen und dann natürlich auch einen sehr, sehr glücklichen Kundenstamm auf anderer Seite zu haben, das gebe ich heute mit. So. Jeder, der bis zum Ende dran bleibt, schreibt mir bitte einfach eine kommentarlose E-Mail mit einem Hashtag Packmas Digital im Betreff an timo@timospecht.de und wir schicken euch nochmal zwei, drei Geschenke dazu. Zum einen bekommt ihr nochmal eine clevere On-Page-Checkliste, ja, was On-Page bedeutet und jeder nicht weiß, was On-Page ist. Darauf komme ich gleich. Schickt einfach Hashtag Packmas Digital an euch. Ihr bekommt ein paar clevere Sachen, um eure SEO-Optimierung super einfach auf die Strecke zu bringen im Team. Deswegen schreibt die Mail und dann bekommt ihr nochmal von uns die wichtigste On-Page-Checkliste, um mit den 10% Basics 90% Erfolg zu haben. Das verspreche ich euch. Und das Ganze wird viel heißer gekocht, als es eigentlich ist. Und diese Einfachheit, die gebe ich euch heute nochmal mit. So, wahrscheinlich habe ich zu viele Slides dabei für eine Viertelstunde. Deswegen, wir huschen da so ein Stück weit durch. Aber ihr dürft es natürlich in aller Ruhe heute Abend anschauen. Versetzt euch in eure Kunden und ich möchte nochmal zwei, drei Tatsachen mitnehmen, um diese Wichtigkeit klarzumachen. Ja, also 46% aller Suchanfragen im Web auf Google und anderen Suchmaschinen haben einen lokalen Bezug. Davon führen 28% zu einem tatsächlichen Kaufabschluss. Und Google im Vergleich zu anderen Suchmaschinen hat einen Marktanteil von circa 85%. Das alles sind Zahlen aus 2023. Bitte korrigiert mich, wenn sich irgendwas in der Zwischenzeit verändert hat und jemand von euch noch aktuellere Zahlen hat. Genau, es gibt noch ein paar Tatsachen zum Kaufverhalten und ich meine, ihr seid heute da wegen Suchmaschinenoptimierung. Wir machen es für uns, für viele andere hunderte Kunden und jeder von euch weiß, ich entscheide mich für ein Unternehmen auf Seite 1. Die Kaufentscheidung fällt relativ schnell. Und das Schöne ist, an einem organischen Suchmaschinentraffic über Google, wenn Menschen da suchen, die haben sich bereits entschieden, um zu kaufen. Die Frage ist nur noch, kaufen sie bei euch oder woanders? So, 64% von diesen Suchanfragen und Nutzern nutzen tatsächlich Google Maps. Ja, und 82% lesen Bewertungen vor dem Kauf, um sich einfach rückzuversichern, was steckt eigentlich dahinter. Das war, um euch nochmal so inhaltlich im Mindset abzuholen, was mir wichtig ist. Das Thema wird immer wichtiger, nicht weniger wichtig. Deswegen startet in die Action. Ob ihr es selber macht mit einer Agentur, was auch immer, committet euch, das zu machen. Wer es macht, ist an der Stelle völlig egal. Ja, eine Webseite, ein lokales Ladengeschäft,
ist nichts anderes als eine Platzierung auf Seite 1 in Google. Ihr seht diesen Specht bei mir auf der Webseite bei Timo Specht Online Marketing Logo. Der steht auch, glaube ich, hier im Hintergrund und leuchtet gerade beim Webinar. Dieser Specht ist das Logo unserer Eltern damals vom Sportspecht aus den 1960er Jahren in Ravensburg, wo wir herkommen. Was war dort Erfolg damals? Nichts anderes als, wenn ein Sportgeschäft in der Innenstadtlage am Ravensburger Marienplatz war, dann hat dieses Sportgeschäft dafür gesorgt, dass viele Kunden kommen, weil es im Stadtzentrum war. Was damals im Stadtzentrum war, ist heute Google Seite 1. Ja, diese Analogie solltet ihr einfach nur mal mitnehmen. Je besser das oben steht, desto mehr Laufkundschaft habe ich. Ja? Und es gibt ganz, ganz wenige Local SEO-Grundlagen beziehungsweise allgemeine SEO-Grundlagen, die dafür sorgen, dass ihr mit eurer Webseite da oben steckt. Ja, und ich breche es fast schon frech einfach runter, damit ihr nicht die Angst habt, irgendwie Action zu machen. So, es sind quasi seit 10 Jahren hat sich SEO nicht wirklich verändert. Das Einzige, was sich verändert hat, ist die Geschwindigkeit in der Umsetzung und die größere Konkurrenz anderer Unternehmen bei euch, die das Ganze natürlich machen. Und ich spreche immer von Fokus-Keywords. Was am Beispiel von dem Case von heute ein Fokus-Keyword ist, zeige ich euch gleich. Aber als Denkzettel, als absoluten kleinen Denkzettel, nehmt mit, packt euer Fokus-Keyword, ja, was euer Fokus-Keyword ist, darauf kommen wir gleich, packt dieses Fokus-Keyword in die URL, wenn es sich um eine Unterseite handelt, packt dieses Fokus-Keyword in die Metatitel und Descriptions, packt das Fokus-Keyword in die Headlines des Contents, ja, dann fünftens, baut Backlinks auf, dass natürlich ihr zum Meinungsführer werdet. Was das genau bedeutet, zeige ich euch in einer der nächsten Slides. Werdet zu einem Meinungsführer durch mehr und relevantere Bewertungen als die eurer Konkurrenz und achtet darauf, euch im Inhalt eurer Webseite nicht zu kannibalisieren. Also fangt nicht an, ein und denselben Fokus-Content auf mehreren Unterseiten abzuliefern. Und dann achtet vor allem darauf, dass ihr nicht das Ganze überoptimiert, sondern bleibt in der natürlichen Content-Qualität und hört am besten nie damit auf. Stellt euch das sinnlich vor wie ein endloser Marathon, der nie aufhört, und diese Konsistenz führt zum großen Erfolg. Ja, hier sind nochmal diese 4 Grundlagen in der Gewichtung. Ich habe die Optimierungen auf meiner Seite, On-Page, die außerhalb meiner Seite, das heißt Backlinks Off-Page. Dann meine Google Maps Optimierung, wie das Ganze in Google Maps im Radius ausstrahlt. Und der 4. große Punkt, das vergessen die meisten, die fangen an mit SEO, die haben dann keinen Bock mehr. Die vergessen einfach da weiterzumachen. Und dieses Aufhören sorgt dafür, dass diese Konkurrenz mit den 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Basics ganz, ganz strukturiert an einem vorbeizieht. Ja, Nummer 4, also hier Ausdauer rechts unten, ist extrem wichtig. So, Geld verdient man nicht mit SEO und mit Traffic, sondern Geld verdient man dadurch, dass man beim relevanten Suchbegriff oben steht und das Ganze mit einer tollen Dienstleistung und einem Service an glückliche Menschen natürlich weiterverkauft. Und es geht auf der Meta-Ebene gar nicht mehr um SEO, SEA, Social Media oder Bannerwerbung an einer Bushaltestelle. Am Ende geht es darum, dass ihr ja die richtigen Menschen erreicht für den Service, den ihr anbietet. So, und ich habe heute einen kleinen Case dabei von einem Chiropraktiker in Kiel, der durch unsere Arbeit innerhalb von 9 Monaten seinen Umsatz sowie seine Praxis-Termin-Neubuchungsfrequenz von Neupatienten verdoppelt hat mit einem einzigen Keyword, nämlich seinem absoluten Fokus-Keyword. Und da geht es nicht um großen Traffic, da geht es rein um große Wirkung. So, Chiropraktiker Kiel, ja, ist ein Keyword mit kleinem Traffic-Potenzial, aber mit einem riesen Umsatzpotenzial. Chiropraktiker Kiel wird in Deutschland pro Monat in google.de 600 Mal gesucht. Ja, so Sachen wie Chiropraktiker Kiel Kosten, Chiropraktiker Kiel plus Stadtteile sind dann immer in abnehmender Form. Aber ihr seht schon in der Mitte, bei dieser blauen Kurve kommt so ein Volume. Und im Trend der letzten Jahre nimmt die Dienstleistung Chiropraxis, Chiropraktiker plus Stadt plus was auch immer sehr, sehr zu. Also nochmal, kleines Keyword mit kleinem Traffic-Potenzial hat ein riesen Umsatzpotenzial, obwohl es nur 600 Mal gesucht wird. Versus das Keyword, was macht ein Chiropraktiker?
hat ein deutlich größeres Traffic-Potenzial, aber jetzt versetzt euch in die Lage von dem lokalen Chiropraktiker. Glaubt ihr, er könnte damit Umsatz machen? Nein, ja, obwohl das Ganze 1900 Mal gesucht wird und ich Floskeln habe, wie was macht ein Chiropraktiker? Auch hier seht ihr die steigende Volumen in der Tendenz. Aber für den lokalen Chiropraktiker in Kiel hat dieses Keyword wenig Relevanz für unmittelbare Terminbuchungen von Neupatientensicht. Und egal, was ihr macht, ob ihr Anwalt seid, ob ihr Zahnarzt seid, ob ihr Chiropraktiker, Osteopath, Notar oder was auch immer es in klassischen Dienstleistungen vor Ort in Ballungszentren gibt, die Kaufintention steckt hinter kommerziellen Keywords mit dieser Suchintention, wo jemand bereits entschieden hat, versus informative Suchanfragen, was macht ein Chiropraktiker, warum brauche ich einen Notar? Das sind alle so Sachen, die haben für ein lokales Unternehmen in erster Linie ganz primär keine Kaufabsicht. Und das erste Learning, was ihr heute bitte mitnehmt, entscheidet, was ist euer absolutes Fokus-Keyword, über das Menschen die Kaufintention instinktiv bereits getroffen haben. So, warum steht Chiropraktiker Kiel, nämlich Chirowerk, ist unser Kunde ganz da oben? Ja, ganz einfach. Das Fokus-Keyword steckt partiell in der Domain, beziehungsweise dort ist es einfach die Startseite. Deswegen erstens Fokus-Keywords in URL und Domain ist gemeint. Wenn ihr natürlich eine Keyword-Domain habt, dann hilft diese exakte Keyword-Domain euch besser zu ranken. Wenn ihr aber eine Markenseite seid, so wie Chirowerk, dann ist immer die Frage, mache ich eine Unterseite slash Chiropraktiker-Stadt oder sage ich sogar, hey, das kann möglich sein, dass sogar die Startseite dafür rankt. Das ist immer so eine strategische Entscheidung und wer dazu Fragen hat, bitte komm nachher auf mich zu. Aber im Kern geht es darum, dass das Keyword hier in den Metadaten benannt ist, dass das Keyword in den relevanten Headlines auf der Startseite genannt wird, dass, wenn man hier weiter runter scrollen würde, man deutlich mehr Inhalte noch von der Chiro-Werkseite sieht. Das heißt, dass die Bilder richtig benannt sind, dass sie natürlichen Content haben, dass da Videos mit eingebettet sind und dass das Chirowerk.de in Googles Augen ein Meinungsführer durch relevante Backlinks ist, die man quasi lokal einfach benötigt. Und darauf komme ich jetzt gleich. Ihr seht diese Menschen, wir springen jetzt hier gerade schon in diese Off-Page-Optimierung, also das heißt, was sagen andere Websites über meine Webseite versus das hier ist der On-Page-Bereich. Das heißt, was muss ich auf meiner Webseite richtig strukturieren, damit Google Lust und Laune hat, diese Inhalte sauber zu lesen. Also angenommen, wir haben unser Fokus-Keyword identifiziert, dann passiert im zweiten Schritt, wir sorgen dafür, dass das Fokus-Keyword an den richtigen Stellen auf meiner Seite drin ist. Das heißt, Metadaten, Headlines, Bilddateinamen, Videos etc. So, wenn wir jetzt bereits behauptet haben, dass wir das richtig für Google aufdröseln, dann geht es nur noch darum, glaubt uns Google, weil was würde denn passieren, wenn es hunderte Chiropraktiker in Kiel geben würde, die alle einen und denselben Inhalt bringen würden? Also sprich, den selbst sehr gut strukturiert, mit den gleichen Headlines, mit der gleichen Keyword-Relevanz, würde Google dann entscheiden eigentlich, wer davon relevant ist und wer nicht. So, und das Gleiche gibt es bei uns in der Gesellschaft. Ihr seht, da sind ganz, ganz viele Menschen auf der bekannten Kreuzung ich glaube, das ist in Japan, ja. Und wenn wir jetzt Google wären und wir würden diese Menschen befragen, wer ist denn der beste Chiropraktiker in Kiel von euch? Und wir setzen uns in die Lage, dass alle Chiropraktiker sind. Dann würde irgendwann, nachdem wir alle befragt haben, natürlich ein Fingerzeigen kommen und wir würden die Bestätigung bekommen von anderen Menschen, die sagen, der ist der Beste. Und das ist sogenannte Meinungsführerschaft in der Gesellschaft. Was dort in der Gesellschaft Mund zu Mund passiert, passiert auf Google Link zu Link, also Backlink zu Backlink. Deswegen ist das die absolute Basis, die man braucht, um als lokales Unternehmen eine Relevanz zu bekommen. Ihr seht, links haben wir ganz viele Firmenverzeichnisse, wo wir auch diese Unternehmen eintragen, damit Google versteht, okay, wenn ich überall diese Backlinks aus den Branchenverzeichnissen habe, dann ist da tatsächlich was dran. Ja, dazu nutzen wir auch sehr erfolgreich, das ist unsere andere Agenturmarke. Da können wir diese Eintragung steuern, um in all diese Branchenbücher automatisch eingetragen zu werden. Ja, und das ist nichts anderes als die
Behandlungsliege bei einem Arzt, die braucht man einfach, um eine gewisse Basisarbeit zu haben. Sonst würde kein Arzt da draußen anfangen zu arbeiten. Hier hat sich noch eine Folie leider schief verdreht und gespiegelt. Ja, für jeden, der es trotzdem einfach mal kurz draufschauen mag, da sieht man ganz schön, dass wir da diese Eintragungen einheitlich immer wiedergeben und dadurch die Meinungsführerschaft bei HiroWerk in der Form wächst. So, das hier ist on top die Google Maps Ranking-Ansicht von oben. Ihr seht, das ist Kiel und Schönkirchen da oben. Also Schönkirchen, wo die Praxis ist, das ist so ein paar Meter außerhalb von Kiel, Viertelstunde. Und diese grünen Bubbles, die sorgen dafür, wie sichtbar bin ich denn in Google Maps für mein Fokus-Keyword Chiropraktiker, Chiropraktiker Kiel. Und durch diese Optimierung sehen wir, dass der Chiro-Werk-Kunde von uns im Umkreis von wahrscheinlich 50 Kilometern immer oben in diesem hart umkämpften Google Maps Dreierpack drin ist. Und das ist ganz genau, was ich euch hier nochmal zeige. Jetzt ist da leider eine Folie verrutscht. Das ist ja richtig schlecht, ist eine Folie verrutscht, aber ich möchte euch im Nachgang nochmal zeigen, was es bedeutet, in diesem Maps Dreierpack zu stecken, dass ihr seht, welche Platzierung ist eigentlich lokal nötig. Und es ist möglich, eine Praxis und einen Erfolg von einer Webseite, von einer Unternehmung zu verdoppeln, in dem Moment, wo ihr einzig allein mit dem Fokus-Keyword komplett dominiert und das Ganze in Google Maps bebaut, organisch durch Suchmaschinenoptimierung und dann zusätzlich noch eine bezahlte Werbung macht für ein und dasselbe Keywords. Und dann habt ihr die Möglichkeit, dreimal auf Seite 1 zu sitzen. Und das Schöne ist, das Ganze geht unabhängig von großem Traffic. Ihr benötigt dafür keinen Blogbeitrag, ihr benötigt dafür keine Content-Vielfalt, sondern es reicht, mit wenigen Mitteln eine riesige Wirkung zu erzeugen. Und diese Beispiele, die schicke ich euch nochmal zu, wenn ihr die E-Mail einfach mit dem Hashtag Packmas digital schickt. So, Okay, Slides sehr bekommt ihr schönes sowieso. Schlusswort, muss ich eigentlich schon sagen. Ein letzter Satz von dir, ein kurzer letzter Satz, Timo. Ich muss leider ein bisschen streng sein und dazwischengrätschen. 2 Minuten habe ich überzogen. Bernhard, danke für die Geduld von euch allen, die zugehört haben. Am Ende kann man SEO von 10 Jahren jetzt nicht in eine Viertelstunde packen, aber ich verspreche euch, jeder, der sich meldet und Fragen hat, dem werde ich weiterhelfen. Und ihr erreicht mich hier unter timospecht.de, schreibt an die team@timospecht.de oder an die timo@timospecht.de und mein Team hilft euch weiter, versprochen. So, jetzt wünsche ich euch viel Freude bei den Danke. anderen Vorträgen. Genau, danke. Wir haben auch schon ein paar Fragen, Timo, da kommen wir Ja. nachher drauf zurück. Dann schalten wir gleich um zu Thomas Kaiser, Super. unserem nächsten Experte. Also auch vielen Dank, dass ich hier was beitragen darf. Ich habe 1997 die Firma Cyberpromoter gegründet. Das ist schon verdammt lange her. Und warum da steht, wir machen Marktführer, erkläre ich noch am Schluss. SEO war natürlich schon immer die Grundleidenschaft und wir sind auch seit vielen Jahren Google Premium Partner. Aber ich möchte vor allen Dingen heute ganz konkret aufzeigen, wie SEO eigentlich funktioniert. Ich bin Speaker auf verschiedensten Veranstaltungen, auch in der Google Zukunftswerkstatt, schreibe ein paar Fachartikel, schreibe auch verschiedenste Bücher zu verschiedenen Themen. Wer die Folien haben möchte, kann das gerne hier unter der folgenden Adresse anfordern. Ich blende das dann zum Schluss auch noch ein. Ja, worum geht es heute? Ich habe einen Kunden, der kam auf uns zu und hatte im Prinzip eine konkrete Fragestellung oder ein Problem. Er arbeitet nämlich schon seit längerem mit einer SEO-Agentur zusammen und ist aber sehr unzufrieden. Das heißt, wenn man zum Beispiel nach Abbruch München sucht, dann findet man ihn nicht. Und das ist jetzt ein weiteres Beispiel für eine Firma, die jetzt regional begrenzt aktiv ist. Wir haben natürlich viele Kunden, auch die wir vom Start weg bis zur Marktführerschaft begleitet haben. Dazu komme ich später noch. Aber natürlich ist es, wie schon jetzt im vorherigen Vortrag zu hören war, klar, dass man klären muss, wo steckt denn meine Zielgruppe? Ist die Zielgruppe jetzt in welchem Radius erreichbar? Klar, bei Abbrucharbeiten fährt man jetzt in der Regel. Es gibt natürlich eine Ausnahme, wenn ich eine Demo mache, dann fahre ich schon mal im Traktor vielleicht wesentlich weiter. Aber in dem Fall ist es ein regionales Unternehmen. Das Problem war ganz klar. Da bezahlt man jeden Monat irgendwie Geld, aber das passiert eigentlich nichts. Das kommt leider relativ häufig vor. Ich habe das in den fast 27 Jahren schon oft genug erlebt. Also von daher wollte ich jetzt einfach mal aufzeigen, wie geht man bei so einem Fall eigentlich vor? Also zunächst mal, wenn ich mir das anschaue, die Seite, dann ist die Bildsprache soweit okay. Also das heißt,
Die Leute haben in der Regel, wenn man die Seiten findet, schenken die einem nur ein paar Sekunden bei der Frage, bleibe ich auf der Seite oder bleibe ich nicht? Also ist diese Seite für mich relevant? Bildsprache ja, aber bei der Leistung, da ist es ein bisschen unkonkret. Wenn man das hier anschaut, wir bieten die Leistung, dann ist natürlich noch nicht ganz klar, was es ist. Aber klar ist, hier wird das in dem Text schon mal angeteasert, worum es eigentlich geht. Und ich muss gleich sagen, wir machen hier lauter Screenshots im Desktop. Mobil, komme ich noch dazu, ist natürlich mindestens genauso wichtig. Also, dann ist das also das erste Problem. Das nächste Problem, ich zeige das auch nochmal als Beispiel kurz. Ich habe hier unten rechts das Logo. Das ist eine Technologie von der Firma iQuant. Die wurde in Osnabrück gegründet. Da sind viele Hirnforscher an der Uni. Und das ist das, was man in den ersten 3 Sekunden wahrnimmt. Also das ist Eye-Tracking, was aber über einen Algorithmus gemacht wird. Da erkennt man als erstes schon mal, dass das Logo nicht wahrgenommen wird. Ja, das ist ein Problem, weil ich möchte natürlich, dass das Logo wahrgenommen wird, damit ich als Marke wiedererkannt werde. Das ist also eine Technik, die man einsetzt. Das nennt sich Attention Analytics. Da gibt es noch mehrere Techniken, die man mit iQuant machen kann. Das ist also eine visuelle Analyse. Dann kommen wir zu dem Thema Bildsprache. Ich habe jetzt hier mal einen Mitbewerber, die Firma Arol Entkernung. Da habe ich dann dieses Bild gesehen. Das wäre jetzt ein Beispiel, wie die Bildsprache eigentlich nicht so ganz zusammenpasst. Die bieten halt auch Reinigung an, aber wenn die Firma schon Arol Entkernung heißt, passt das nicht ganz. Und etwas lustig war dann das hier. Ein anderer Mitbewerber, Abbruch von allem, was sie brauchen. Nein, also ich kann verstehen, Abbruch von allem, was ich nicht mehr brauche. Ich habe aber diesen Satz, habe ich dann schon sehr zum Nachdenken gebracht. Ist vielleicht auch ein bisschen lustig, aber ist eigentlich nicht so ganz das Textelement, was ich da haben will. Dann ein Beispiel hier, diese roten Textelemente, das sind Links, sie sind aber so nicht hundertprozentig als Links erkennbar. Das ist ein typisches Problem der User Experience. Also das heißt, wie muss ich das gestalten? Beispielsweise natürlich mit einem Strich unten drunter. Der Nutzer muss klar erkennen, was ist ein Link, was ist kein Link. Dann kommen wir zum Kontaktformular. Da ist es so, dass die Sachen alle sehr, sehr klein sind, schwer lesbar, sind sehr viele Felder. Sehr viele Felder ist dann schon mal etwas, wo man abgeneigt ist, das auszufüllen. Die Telefonnummer ist kein Telefonlink. Ja, auch das natürlich, wenn ich anrufen möchte auf dem Mobilfon. Es gibt einen HTML-Standard für für Telefonlinks. Den kann man einfach einbinden, dann kann ich mit dem Finger drauf tippen. Hat man das nicht, dann wird es zwar in den meisten Browsern und Smartphones erkannt, aber es kann auch passieren, dass man da drauf tippt und es geht nicht. Das ist sehr ärgerlich. Ja, das heißt, der Link in dem Fall ist jetzt als Link verlinkt, aber halt offen. Das heißt, das zieht dann Spam an. Also das könnte man eventuell auch anders machen. Und dann haben wir hier unten auch noch dieses Capture. Capture bezeichne ich immer als digitalen Türsteher. Also ich möchte ja eigentlich, und das ist die Hauptaufgabe der Webseite, einen Kontaktgener erzeugen. Jemand, der auf die Webseite kommt, soll seine Kontaktdaten hinterlassen. Ich stelle ihm aber eine Aufgabe, er soll da irgendwelche Buchstaben abtippen. Das ist natürlich extrem kundenunfreundlich. Es geht auch technisch anders. Da gibt es zum Beispiel so SVG-Images und andere Varianten, wo man Spam abblocken kann. Und das Ganze mit diesen Captures ist nicht barrierefrei. Juni 2025 müssen alle Webseiten, die zumindest Endkunden ansprechen, ist jetzt hier nicht der Fall, müssen barrierefrei sein. Das nur nebenbei, also das Ganze ist eher so wie ein abblockendes Warnschild, also eigentlich möchte ich gar keine Kontaktdaten von dir, du musst jetzt hier erstmal schöne Aufgaben lösen. Und dann ist es so, dass in der mobilen Ansicht sind die Kontaktdaten irgendwie weg, die waren vorher zu sehen, die verschwinden. Das ist natürlich auch nicht so gut. Ich habe also dann nicht die Möglichkeit, gleich die Telefonnummer anzurufen. Dann haben wir zum Beispiel Weiterleitungsprobleme gefunden. Also da sieht man, da wird von einer Seite auf eine andere, scheinbar die gleichen, immer weitergeleitet. Der Grund ist, sieht man dann hier in dem Menü. Das heißt, im Menü sieht man hier unten den Link. Da stehen also immer Dokumente mit Referenzen.html. Weitergeleitet wird man aber dann auf die Variante ohne dem HTML. Warum das ist, weiß ich nicht, aber das ist unnötig, sollte nicht sein. Erhöht natürlich auch die Ladezeit ein kleines bisschen. Dann kommen wir jetzt zur mobilen Ansicht und tatsächlich haben wir hier dann ein ganz massives Problem, denn es gibt kein mobiles Menü. Also das heißt, ich kann auf dem Smartphone die Seite eigentlich gar nicht richtig bedienen. Das ist natürlich ein Riesenproblem und man fragt sich natürlich, soweit ich es verstanden habe, hat die Agentur auch die Webseite gemacht, wie kommt sowas zustande? Das darf natürlich auf gar keinen Fall sein. Dann komme ich zu dem Thema Keywords. Wir hatten schon Keywords jetzt an dem Beispiel Chiropraktika. Jetzt haben wir natürlich hier einmal das genannte Keyword München Abbruch konkret genannt. Aber man sieht schon, es gibt hier verschiedene Leistungen, Innenabbruch, Bauwerksentkernung. Und das, was hier interessant ist, ist, wenn man das mal in den Google Keyword Tool
mal nutzt, das ist ein Tool, das man nutzen kann, um Keywords zu recherchieren, dann ist halt so, dass diese Begriffe ganz wenig im Monat gesucht werden. Woran liegt das? Naja, es liegt einfach daran, dass die Begriffe eigentlich nicht die sind, die die Zielgruppe sucht. Also die suchen nach Abbruch München, ja, Gebäudeentkernung. Das heißt, es gibt also natürlich eine riesige Fülle an Suchbegriffen. Und für uns ist immer entscheidend, egal ob das jetzt ein Keyword ist oder ob das 100.000 sind, der Suchraum ist entscheidend, was suchen die Menschen, ich möchte dafür gefunden werden. Und wir haben jetzt hier ein Beispiel, das Bauwerksentkernung ist wahrscheinlich der fachlich korrekte Begriff, die Leute suchen aber nach Gebäudeentkernung und anderen Begriffen. Das heißt, man muss natürlich hier auch an den Begriffen arbeiten. Das gleiche mit Dachabbruch, es gibt dann eben so Begriffe wie Dachstuhl abreißen oder andere. Das ist so ein typisches Beispiel, dass man nicht ganz in der Sprache der Zielgruppe praktisch Begriffe verwendet. Es gibt also den Teil Abriss, der wird etwas häufiger gesucht, aber das ist eben auch ein Punkt. Ist denn jetzt eigentlich ein Teilabbruch und ein Teilabriss das Gleiche? Das kommt drauf an, da muss man sich einfach mal die Suchergebnisse anschauen. Und tatsächlich in dem Beispiel ist es so, dass Google nur eine einzige Seite in den Top 10 drin hat, die identisch ist, in dem Fall Hausberater, es ist auch die gleiche Seite. Warum funktioniert das bei denen? Weil sie in den Text beide Begriffe verwenden und Google das dann versteht. Also das heißt, man kann die dann schon, man sieht jetzt hier unten, ist auch hier die Webseite Ernst Niesner zu finden. Allerdings ist Teilabbruch halt einer, der wenig gesucht wird und nicht ganz so der hauptrelevante Begriff ist. Aber da muss man sich eben vorarbeiten bei den Keywords. Und jetzt komme ich dann noch zu dem Thema Backlinks, wurde ja schon angesprochen. Ich habe jetzt hier mal eine Gegenüberstellung von Kennzahlen. Also wir haben hier oben praktisch den Kunden, da sieht man also, da gibt es verschiedenste Kennzahlen. Eine wichtige ist das Domain-Rating, also wie wird, das ist in dem Fall jetzt von dem Tool Ahrefs, ist jetzt vergleichbar mit einer Kennzahl von Google. Da sieht man also, dass es Mitbewerber gibt, die wesentlich stärker sind. Ich habe jetzt hier mal nur spaßeshalber die Firma Bauer aus Schrobenhausen mit drin, die natürlich weltweit tätig ist. Und da sieht man schon, die werden mit 1400 Keywords gefunden. Die haben also ein Domain-Rating, das kann maximal 100 sein. Das ist eine ganz andere Liga. Aber man erkennt, dass wir hier eine ganz geringe Zahl haben. Also das heißt, wir müssen natürlich bei den Backlinks was tun. Die bereits genannten Adressbücher, Branchenbücher, klar, die sind jetzt natürlich nicht verkehrt. Wir gehen aber da einen etwas anderen Weg. Und zwar definieren wir praktisch die Mitbewerber und ziehen uns die Backlinks der Mitbewerber. Weil es gibt ja ein paar, die besser sind. Bauer würde ich da jetzt vielleicht nicht mit reinnehmen, weil dann habe ich da schon mal schnell Hunderttausende von Backlinks in der Liste. Das heißt, wir tun pro Backlink von einem Mitbewerber den Repräsentanten rausziehen. Also man kann ja von einer Webseite sehr viele Backlinks haben. Wir nehmen da den wichtigsten, das sind also alle möglichen Algorithmen, die sich das dann ziehen, die Daten. Und dann gucken wir halt, wo sind Mitbewerber oder ein Mitbewerber verlinkt, aber man selber nicht. Und das wird dann eben aufgearbeitet. Also das funktioniert natürlich immer, wenn ich Mitbewerber habe, die wesentlich stärker sind als man selber. Ja, und da muss man das eben entsprechend pflegen. Das ist natürlich, klingt das alles sehr aufwendig, das verläuft aber nach ganz stringenten Regeln und Vorgaben. Also von daher ist das eine Möglichkeit, gerade wenn man Mitbewerber hat, die deutlich stärker sind, sich einfach mal sämtliche Backlinks anzugucken und zu schauen, was kann man relativ einfach nachmachen. Und natürlich sieht man dort auch zum Beispiel, wo schalten die Stellenanzeigen, auf welchen Veranstaltungen sind die, weil heute im Internet ja alles über Verlinkungen zu sehen ist. Es ist also auch eine strategische Analyse, um zu verstehen, was denn die Mitbewerber so machen. Ja, damit bin ich eigentlich schon soweit durch. Ich habe noch drei Dinge, die ich gerne zusenden kann, wenn jemand das möchte. Wir haben einmal die Firma Ergopack. Da haben wir eine Success Story. Die haben wir so mit unserer Zusammenarbeit die Zahl der Leads verdreifacht. Das wird dort beschrieben, was wir da gemacht haben. Wir betreuen die Charité im Bereich digitales Recruiting. Also die haben das Problem, natürlich Mitarbeiter zu finden. Ganz, ganz schwieriges Thema. Wir haben mit denen zusammen ein neues Karriereportal gebaut, das mittlerweile etwa 80.000 Besucher im Monat generiert. Also auch sehr erfolgreich. Und an was wir gerade arbeiten, ist ein Dokument, ich habe es angesprochen, wir machen Marktführer. Wir haben zum Beispiel Druckerzubehör.de, Eis.de oder die Online-Printers, die hießen ja früher die Druckerei.de. Es gibt noch einige andere. Und für mich natürlich die Frage nach der langen Zeit, was sind die Kernelemente und die Erfolgsfaktoren, die dazu geführt haben, dass es die Firmen geschafft haben, von null weg, also die haben wir tatsächlich vom Start weg bis zur Marktführerschaft begleitet. Das ist sehr spannend. Es liegt nicht am Chef, denn wir hatten da sehr, sehr extrem unterschiedliche Chefs, auch teilweise extrem schwierige. Aber es gibt natürlich trotzdem Faktoren, an denen man erkennt, was die denn tatsächlich richtig gemacht haben. Wer das also haben möchte, kann mir das gerne zuschicken. Ansonsten verweise ich gerne, also wie hier bereits geschrieben, gibt es da den Ordner Vortrag unter der URL oder dann eben auch eine E-Mail-Adresse, eine E-Mail schreiben. Und am 5. März halte ich ein Webinar beim BVMW, auf das ich auch gerne verweise. Da kann ich dann gerne den Anmelde-Link auch zuschicken.
wo es um die Enthüllung der Google-Algorithmen geht, denn Google muss ja bei dem Antitrust-Verfahren in den USA so ziemlich viel offenlegen und das ist dann schon sehr spannend. Und dann bin ich fertig, bedanke mich für die Aufmerksamkeit und ja, bin gespannt, was dann noch für Fragen kommen. Vielen Dank. Sehr schön, Thomas Kaiser, vielen herzlichen Dank. Zeitliche Punktlandung, super. Wir gehen gleich weiter zu Florian Wanner. Nutzen Sie die Gelegenheit nach wie vor, ein paar Fragen sind schon aufgelaufen, da haben wir dann nach Florian Wanner die Gelegenheit, Antworten drauf zu suchen. Wir sammeln, also ran an die Tasten, nutzen Sie die Gelegenheiten, unsere drei Suchmaschinenexperten zu befragen. Herr Wanner, sind Sie fertig? Ja, startklar, unmuted und ready to go. Gut, Ihre Viertelstunde, Dankeschön. Super. Also auf meiner Seite herzlich willkommen hier zum Webinar zum Thema Suchmaschinenoptimierung. Ich hatte noch nie nur eine Viertelstunde Zeit, deswegen habe ich mir überlegt, ich stelle mich quasi nach einer 3-2-1-Methode vor. Ich habe drei Berufungen. Zum einen Geschäftsführer der Firma Mohr, zum zweiten Dozent für Medienkommunikationswissenschaften in München an der IU und zum dritten Familienpapa von einer kleinen 5-jährigen Tochter. Die 2 steht bei mir für, ich habe 2 Heimaten. Ich komme einmal tatsächlich ganz klassisch aus der Informatik, habe mal Informatik studiert und komme aber gleichzeitig aus der Gestaltung, bin ganz klassisch gelernter Mediengestalter bei der IHK. Und 1, ich habe ein Herz, das schlägt in meiner Brust, und zwar für Online-Marketing. Seit mittlerweile über 15 Jahren bin ich in dem Bereich unterwegs und das ist meine ganz große Liebe, meine ganz große Leidenschaft. Und 0, ich habe noch nie eine Präsentation gemacht ohne Folien. Das heißt, es wird heute eine Premiere, aber ich dachte mir, mehr Praxis, weniger Theorie tut der Viertelstunde besser. Ich fange mal an mit einem ganz einfachen Beispiel und zwar mit einem Spruch, den ich ganz oft sage, der wahrscheinlich mittlerweile schon fast schützenswert ist. Und zwar Suchmaschinenoptimierung ist in meinen Augen eine Jogginghose. Warum ist Suchmaschinenoptimierung eine Jogginghose? Wenn ich mal im Duden nachschaue, was Suchmaschinenoptimierung eigentlich heißt, dann steht hier Gesamtheit von Maßnahmen, die dazu dienen, dass eine Website in der Trefferliste von Internet-Suchmaschinen möglichst weit oben erscheint. Wenn ich mal schaue, was bei so einer Jogginghose kommt im Duden, dann kommt da besonders beim Joggen getragene Hose. So. Und jetzt ist die Frage, wie geht's denn Ihnen? Wann tragen Sie denn eine Jogginghose? Also ich trage die tatsächlich nicht zum Laufen gehen. Ich trage die meistens, wenn ich heimkomme und einfach in bequemere Klamotten schlüpfen würde. Das heißt, das Ding trägt per se eigentlich in meinen Augen den völlig falschen Namen. Und genau so sehe ich es persönlich bei dem Thema Suchmaschinenoptimierung. Warum? Ganz einfach. Suchmaschinen haben doch im Prinzip ein Ziel. Sie wollen jemanden, der eine Frage hat, die beste Antwort auf diese Frage bringen. Und genau auf das sollten Sie auch optimieren. Das heißt, in meinen Augen ist Suchmaschinenoptimierung der falsche Begriff. Es müsste nämlich richtigerweise heißen, Optimierung für einen Fragenden, Optimierung für einen Suchenden. Dann sind wir auf der richtigen Seite, denn in dem Moment, wo Sie eine Website ausrichten, die den Fragenden bestmöglichst abholt, die den Fragenden seine Fragen am besten beantwortet, dann wird es ganz automatisch passieren, dass Sie im Google-Algorithmus nach oben kommen. Und all diese Mechanismen sozusagen, die machen Sie bitte nicht für die Suchmaschinenoptimierung, sondern immer für den Menschen. Und meine Erfahrung der letzten 15 Jahre war, das setzt sich tatsächlich immer durch. Egal, welche technischen Punkte andere machen, wenn Sie dem Fragenden die beste Antwort geben, dann kommen die Leute zu Ihnen. Und mein Kollege hat es vorher auch recht schön gesagt mit dem Beispiel der Innenstadt. Ich kann dem nur zustimmen. Genau so ist es tatsächlich. Weil wo gehen Sie denn in der Innenstadt hin? Zu dem Geschäft, das alles so ein bisschen hat oder zu dem Geschäft, das das beste Produkt für das hat, was Sie suchen? Klar, zu letzterem. Und genauso soll es bei der Website auch sein. Ich fange mal an mit einem ganz einfachen Beispiel, was ich immer empfehle. Und zwar mit einer Persona. Ich empfehle Ihnen den hier, den von Dotflow, der ist komplett kostenfrei. Können Sie mal gerne einen Screenshot machen, bayer-persona.com. Der hilft Ihnen nämlich im allerersten Schritt einfach mal zu verstehen, wer ist denn meine Zielgruppe und was möchte die überhaupt? Die meisten haben so eine ganz, ganz grobe Beschreibung für eine Zielgruppe. Die heißt, unsere Zielgruppe ist 20 bis 50. Die kommt aus Kiel zum Beispiel, wie wir in dem vorherigen Beispiel gesehen haben. Das war sehr, sehr allgemein. Und wir Menschen haben einen ganz, ganz großen Vorteil. Und zwar können wir seit Wissenschaft streitet so ein bisschen, aber so grob ab dem 18. Monat sind wir in der Lage, uns in andere Menschen zu versetzen. Das ist übrigens der Grund, warum so ein kleines Baby an der Kasse laut schreit, weil es genau weiß, dass sie ärgert die Mama und vielleicht kriege ich dann das, was ich möchte. Und diese Eigenschaft, die verlieren wir, wenn wir Sachen super allgemein beschreiben. Deswegen empfehle ich immer, eine Buyer-Persona zu machen. Eine Buyer-Persona, da gibt es diesen Generator, über den können Sie super einfach durchgehen, der erstellt Ihnen quasi einen Zielgruppenrepräsentanten, wenn man es wörtlich übersetzt. Das heißt, in unserem Beispiel, das ich Ihnen nachher zeige, gehen wir auf eine Assistenz der Geschäftsführung. Und in einer Buyer-Persona würde ich der konkret einen Namen geben. Das ist unsere Eva Muster.
die ist Assistenz der Geschäftsführung und die hat auch ein konkretes Bild dahinter. Und dieser Persona-Generator hilft Ihnen dann zu verstehen, wer ist die? Ist die introvertiert? Ist die extrovertiert? Ist die analytisch? Ist die kreativ? Ist der konservativ? Ist die aktiv? Ist die eher passiv? Und so weiter. So ein Persona-Generator wie der hier, der geht jetzt in 8 Schritten durch und der ist relativ einfach selber zu bedienen. Das Endergebnis, was dann rauskommt, ist eine PDF-Datei, die zum Beispiel jetzt in dem Fall von uns so aussieht. Wir gehen auf eine 47 Jahre alte Assistentin der Geschäftsführung, die hat einen mittleren Schulabschluss, ihre Persönlichkeit haben wir verortet, ihre Social Media Accounts haben wir verortet, ihre bevorzugten Kommunikationswege definiert, ihre Ziele definiert, die sie beruflich und privat hat. Und dieses Profil würde ich Ihnen wirklich empfehlen, auszudrucken. Auszudrucken, ein bisschen übers Bett zu hängen, sozusagen auswendig zu lernen. Warum, wieso, weshalb? Ganz einfach, alles, was Sie später mal machen im Bereich der Suchmaschinenoptimierung, aber ehrlich gesagt auch darüber hinaus, sollte dieser Buyer-Persona gefallen. Das heißt, wenn Sie einen Text schreiben, überlegen Sie sich, was möchte diese Persona da drin lesen? Welche Fragen hat die? Und wie denkt die auch in ihrer Persönlichkeit, um die da perfekt abzuholen? Das ist immer der allererste Schritt, den Sie machen. Also nochmal zusammengefasst, Suchmaschinenoptimierung ist Optimierung für den Menschen. Und dann bitte definieren Sie ganz konkret, wer dieser Mensch ist, warum, weil Sie sich in den Menschen einfach leicht reinversetzen können. Wenn Sie jetzt ein Bild reinsetzen, die Dame hat einen Namen, ich habe zum Beispiel meine Eva Muster, Sie wissen, wo die herkommt, Sie wissen ihre persönlichen Ziele, dann fällt es Ihnen unglaublich leicht zu verstehen, wie diese Person an der Stelle denkt, weil Sie sich reinversetzen können. So, ich starte mal an meinem konkreten Beispiel, das ich Ihnen mitgebracht habe. Firma CleanFrog ist eine Beteiligung von meinem Geschäftspartner, dem gehört die Firma, eine ganz klassische Büroreinigung in München. Ich dachte, ich nehme das Beispiel mit, was einfach auch sehr, sehr greifbar wird und weil ich Ihnen ein paar Insights dazu auch geben darf. Die Firma CleanFrog haben wir jetzt seit 1,5 Jahren in der CEO-Betreuung bei uns bei Moor und was wir in der Zeit geschafft haben, ist ganz simpel das. Das ist jetzt ein schöner Graph. Wir haben die organischen Reichweiten, den organischen Traffic massiv erhöhen können in einem Jahr. Das sind alles tolle Zahlen, aber Sie interessiert natürlich, wie haben wir das geschafft? Und zwar mit sehr, 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 sehr einfachen Methoden. Und ich möchte Ihnen das einmal zeigen. Das erste Tool, was ich Ihnen an die Hand geben möchte, ist das Tool Figma. Schreibt sich, wie hier oben zu sehen, figma.com. Komplett kostenfrei und super einfach in der Bedienung. Das erste, was ich Ihnen nämlich auf den Weg geben würde, ist, wir nennen die Strategie More Holistic, also More ganzheitlich sozusagen. Und zwar ist die erste Strategie, immer zu überlegen, wie kommt Ihr Kunde denn auf Ihre Website, mit welchen Fragen? Und wir unterteilen das Ganze immer in drei Phasen. Top of the Funnel, er beginnt gerade sich darüber zu informieren. Middle of the Funnel, ist gerade so in der Entscheidungsphase, habe ich da ein Problem, wer könnte mir die Lösung bieten? Und Bottom of the Funnel, der ist kurz vorm Kaufen. Und ich würde Ihnen empfehlen, hier an der Stelle mit so einem kleinen Board, das super einfach der Bedienung ist. Sie können auch ein Blatt Papier nehmen, das bleibt Ihnen überlassen. Aber an der Stelle zu überlegen, welche Keywords bringen mich denn eigentlich zum Ziel? Und tatsächlich ist zum Beispiel sowas, der am Bottom of the Funnel eine Büroreinigung suchen möchte, der würde wahrscheinlich sowas eingeben wie Büroreinigung München Preise. Der schon ganz konkret jemand, der am Top of the Funnel ist, der würde aber vielleicht sowas eingeben wie Büroreinigung Checkliste oder vielleicht probiert das auch selber. Wie reinige ich Fenster? Ganz, ganz simple Fragen, aber sie zeigen immer ganz, ganz klar, wo befindet sich der auf seiner Reise. Und das Wichtigste von meiner Seite ist immer, überlegen Sie sich ganzheitlich, welche Probleme hat jemand, der eine Büroreinigung in dem Fall möchte. Der hat das Problem, der möchte ein sauberes Büro. Der hat aber auch das Problem, er hat überhaupt keine Ahnung, was so eine Büroreinigung kostet. Was ist denn so ein typischer Preis pro Quadratmeter? Er weiß auch nicht, wie beauftragt er denn so eine Büroreinigung. Gibt es irgendwie eine Checkliste? Darf ich denen einen Schlüssel geben? Muss ich dafür einen Vertrag machen? Brauche ich eine Schlüsselversicherung? Sie sehen schon, wenn man da ein bisschen brainstormt, man kommt da auf unglaublich viele Punkte, die in der Praxis eigentlich relativ naheliegend sind, aber irgendwie dann doch nicht, weil man bei Suchmaschinenoptimierung eigentlich immer daran denkt, Mensch, welches Keyword habe ich denn, wie könnte ich das nach oben bringen und so weiter. Man vergisst aber dabei gern den, der eigentlich im Mittelpunkt steht, nämlich den Menschen. Und der Mensch hat ein Problem und er sucht eine Lösung für dieses Problem. Und wie kommt er dahin? Naja, indem sie die Frage beantworten, die er hat. Und deswegen Empfehlung von meiner Seite. Wenn Sie wissen, wer die Buyer-Persona ist, überlegen Sie sich, welche Fragen hat der innerhalb seiner kompletten, man nennt sie Marketing Deutsch Customer Journey, aber auf gut Deutsch, innerhalb seines Anfrageprozesses. Und das sind die genannten Punkte, wie gesagt, Schlüsselversicherungen, Büroreinigung pro Quadratmeter und so weiter. Und genau das haben wir bei dem Kunden gemacht. Das heißt, wir haben hier ein bisschen versteckt im Blogbereich einen Haufen Beiträge erstellt, die genau auf das einzahlen. Das heißt, Preise und Leistungen. Es geht um
Baugrobreinigung. Das muss passende Überleitung zum vorherigen Speaker tatsächlich auch. Was muss nach einem Abriss denn gereinigt werden? Wir haben so Themen drin wie die Rechte von Reinigungskräften, weil die Hypothese ist ja, wer eine Büroreinigung braucht, der überlegt vielleicht auch, die einzustellen. Und dann überlegt der Mensch, was hat denn die eigentlich für Rechte? Welche Pflichten muss ich denn als Arbeitgeber erfüllen und so weiter? Oder der hat die Frage hier ganz konkret, was kostet eigentlich so eine Büroreinigung, um das vergleichen zu können? Und genau das haben wir gemacht. Zu jeder dieser Stages, nenne ich es einfach mal, Content zu erstellen und den bestmöglich zu beantworten mit der Person im Kopf. Und das bringt mich auch gleich zur zweiten Tool-Empfehlung, und zwar SEObility. Ist ein Tool, das hat eine Besonderheit, und zwar ein Projekt dort drin anzulegen, ist komplett kostenfrei. Und es gibt ein ganz, ganz tolles Tool, das dort enthalten ist, das sogenannte WDF-IDF-Tool. Super kompliziertes Wort, ist toll, wenn Sie mal angeben möchten. Das heißt Word Document Frequency, Inverse Document Frequency. Brauchen Sie sich nicht merken, das ist so ein kleines Partywissen. Was Sie dort aber machen können, ist, Sie können einen Blogbeitrag hinterlegen, den Sie gerade geschrieben haben oder auf der Website veröffentlicht haben, und sagen, mit dem Keyword, sozusagen Büroreinigung München Ost, möchte ich ranken. Und im Prinzip macht dieses Tool dann nichts anderes, als die Top 20 Wettbewerber anschauen. Da stecken ein paar Methoden dahinter, ein paar mathematische, und zu schauen, wie häufig nehmen meine Wettbewerber dieses Wort her, wie häufig kommt es bei mir vor. Und dieses Tool hilft Ihnen, Sie sind quasi die gelbe Linie, zu sagen, in welcher Frequenz wird es denn bei Ihnen verwendet? Müssten Sie mehr oder müssen Sie weniger machen? Und dieses Tool ist genial, um zu schauen, was machen denn meine Wettbewerber, wie viele Wörter haben die an der Stelle, wie viele Backlinks haben die auch zu dieser verweisenden Domain und so weiter. Und es hilft Ihnen sehr, sehr schnell, den perfekten Text zu schreiben, weg vom eigentlichen Thema hin zur Technik hin. Weil das Wichtige ist ja, die Frage zu beantworten, aber dann gleichzeitig natürlich auch zu sagen, welche Begrifflichkeiten nehmen denn meine Wettbewerber her, was muss ich vielleicht noch erwähnen. Was mir wichtig ist an der Stelle, die Antwort geht immer vor Technik. Das heißt, eine gute Technik ist wichtig, keine Frage. Wenn aber an der Stelle sowas drinsteht wie Hausmeisterservice, wir jetzt bei CleanFrog zum Beispiel, wir bieten keinen Hausmeisterservice an, dann lassen Sie es bitte weg. Denn auch hier wieder, die beste Antwort auf die Frage ist immer das, was die Suchmaschinen pushen. Und ich bin der absolut festen Überzeugung, dass sowas wie die aktuelle KI-Technologie da an der Stelle Google auch noch eine massive Verbesserung reinbringen wird, um wirklich Ergebnisse anzuzeigen, die nicht manipuliert sind, sondern die wirklich die beste Frage auf eine Antwort liefern. So, und wenn jetzt hier Sie dabei sind, Inhalte zu erstellen, wie sollten Sie an der Stelle vorgehen? Ganz einfach, Sie schreiben einen Text mit Google Docs. Denn als wirklich 15 Jahre Erfahrung, wir haben ganz, ganz viel probiert. Wir haben Tools ohne Ende probiert, aber wir sind immer wieder zum Google Doc zurückgekommen. Wir machen es immer so, auch wie mein Vorredner schon gesagt hat, wir legen Fokus-Keyword fest für diesen Beitrag. Wir legen den SEO-Title fest, der oben ist, auch der sollte das Fokus-Keyword beinhalten. Wir haben eine Description, wir definieren einmal die Ansprache, das ist für uns intern noch für die Auswertung, wir haben einmal die Länge und dann geht es da rein ins Schreiben. Wir fangen mit einer Hauptüberschrift an, wir haben eine ganz normale semantische Ordnung, eine Unterüberschrift, eine Unterunterüberschrift und so weiter. Und dann geht es weiter in die Tiefe. Und was wir hier machen mit diesem Beitrag ist ganz simpel, wir fokussieren uns auf den Inhalt. Und erst wenn der steht, dann geht es rüber in die Website, dann wird die Technik verbessert, dann schaut man mit diesen Tools wie SEObility, ist meine Keyword-Häufigkeit richtig? Aber erst wenn hier die Frage sozusagen perfekt beantwortet ist, dann macht es auch Sinn, weiterzugehen. Bringt mich gleich zum nächsten. SEObility als solches kann nicht nur dieses WDF-IDF, sondern Sie können auch mal ganz schnell so eine Website crawlen lassen und die einfach untersuchen lassen. Und da wäre meine wichtige Bitte und Message an der Stelle, geben Sie nicht allzu viel auf diese Zahlen, denn es gibt technische Optimierungen, die einen die Tools hier vorschlagen, da können Sie sich dumm und dämlich optimieren, ganz direkt und auf gut Deutsch gesagt, das bringt Ihnen aber nichts, denn wir haben hier zum Beispiel eine Website, der sagt mir hier eine rote Meldung, ich habe hier den gleichen Seitentitel, ja, ich habe auch einen Blog, wo ich quasi Seite 1, Seite 2, Seite 3, natürlich hat er den gleichen Seitentitel. Machen Sie sich dazu einfach nicht wahnsinnig, sondern konzentrieren Sie sich wirklich darauf, die Basics der Technik gut zu haben. Schnelle Ladezeiten, eine tolle Optimierung, wenn es um mobile Devices geht. Aber konzentrieren Sie sich bei den Texten und den Inhalten immer auf die beste Antwort, die Sie liefern können. Und so haben wir den Kunden innerhalb kürzester Zeit tatsächlich vom Traffic fast verzehnfacht. Wenn Sie momentan eine Büroreinigung in München suchen, Sie können es mal testen, Sie sind wahrscheinlich zum ganz großen Teil innerhalb der Zielgruppe von CleanFrog, dann kommen Sie an CleanFrog eigentlich fast nicht mehr vorbei. Und dabei ist es völlig egal, ob Sie jetzt googeln Büroreinigung München Trudering, Büroreinigung München Ost, Büroreinigung Preise München oder Ähnliches. Sie kommen an CleanFrog fast nicht mehr vorbei. Und dadurch haben wir es innerhalb kürzester Zeit geschafft, dass wir die Ausgaben, die wir in Google Ads haben, das waren fast 2000
1.000 Euro im Monat. Aktuell bei 0 Euro haben wir. Geben keinen Cent mehr für Google Ads aus und kriegen trotzdem roundabout 10 bis 15 Anfragen pro Monat rein, die dann aber eigentlich abschließen wollen. Denn was haben wir noch gemacht? Wir haben uns überlegt, wie könnten wir die Frage nach einer Büroreinigung am besten beantworten? Und die Lösung ist eigentlich super einfach. Indem wir das machen, was Amazon schon lange macht. Wir machen keine Anfrage, wo man erst zig E-Mails hin und her schreiben muss, sondern wir haben ganz simpel einen Online-Rechner. Ich kann mir meinen Plan zusammenstellen, ich kann mir meinen Preis direkt online berechnen, gebe hier meine Daten ein, meine Quadratmeteranzahl, Start der Reinigung, wann schließt das Büro und los geht's. Ich kriege direkt einen Preis. Und dadurch, dass wir da so eine ganz, ganz direkte Beantwortung haben, geht es da relativ schnell weiter. Und zum Abschluss, als Marketer lernt man ja immer, man soll eine Website mit einem Call to Action abschließen und FOMO erzeugen, Fear of Missing Out, gebe ich den ersten 10, die sich mit mir auf LinkedIn mal kurz mit einer Nachricht verknüpfen, und zwar mit diesem QR-Code, gerne eine kostenfreie Analyse der Website und ein paar Ideen und Impulse von meiner Seite, was ich bei Ihnen ändern würde. Aber nur für die ersten 10 und nur heute. Das war's von meiner Seite. Ich sage danke für die Aufmerksamkeit und ich freue mich auch ganz, ganz sehr auf Ihre Fragen. Super, vielen Dank, Florian Wanner. Ich darf die beiden anderen, Timo Specht und Thomas Kaiser, auch wieder zu uns bitten, dass wir zu 14 und die eine oder andere Antwort auf die doch zahlreich eingegangenen Fragen finden. Sie haben jetzt die Gelegenheit, weitere Fragen zu stellen. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit dazu. Der 2D-Code, ich hoffe, Sie haben ihn jetzt auch schon abfotografiert. Den werden wir jetzt dann leider ausblenden, genau, damit die uns in voller Breite und voller Farbe und Ton sehen. Dann stelle ich eine Frage an den Florian Wanner erstmal. Die Frage war, wie ist denn das mit kostenpflichtigen und kostenfreien Tools? Du hast ein paar vorgestellt. Was kann man denn mit kostenlosen machen? Beziehungsweise die grundsätzliche Frage eigentlich, was kann ich denn wirklich selber tun und wann sollte ich auf einen Profi zurückgeben? Es gibt so ein bisschen was, also ich vielleicht in eigener Regie schon tun kann und irgendwann ist die Grenze erreicht, wo man sich dann kümmern kann. Wie kann man das einschätzen? War die erste Frage gleich schwierig zu beantworten und pauschal nicht schwarz oder weiß, sondern wahrscheinlich viel grau. Bei den Tools, es kommt wirklich drauf an. Es gibt ganz, ganz tolle kostenfreie Tools. Oft gibt es auch Tools, die wirklich sehr, sehr gute, lange Trial-Phasen haben. Meine beiden Vorredner haben ja viel von Ahrefs gezeigt. Finde ich ein tolles Tool, auch von den Preisen her wirklich überschaubar. Wir selber nutzen SEMrush. Ich glaube, mittlerweile ist es im SEO-Bereich tatsächlich so, dass alle Tools wirklich sehr, sehr gut sind. Und der eine spickt vom anderen und der andere spickt vom nächsten sozusagen. Deswegen, alle Tools sind an der Stelle wirklich empfehlenswert. Kostenfreie Tools sind immer schwierig im Sinne der Serverform, die dahinter ist. Also das heißt, so ein Ahrefs und Systrix oder wie sie nicht alle heißen, die crawlen ja im Prinzip einmal das komplette Netz sozusagen am Tag und das kostet Serverressourcen und das kostet Geld. Das heißt, so ein kostenfreies Tool kann nie an der Stelle mit einem kostenpflichtigen mithalten. Das ist wichtig zu wissen. Deswegen, was kann man pauschal empfehlen? Ein gutes Tool, aber ich würde jetzt keine pauschale Empfehlung aussprechen. Ich finde die mittlerweile alle sehr, sehr gut. Und was kann man selber machen, was kann man nicht selber machen? Diese klassische technische Optimierung, wenn es um Ladezeiten geht, wenn es um On-Page, wenn es um den gezielten Aufbau von Backlinks geht, da würde ich auf jeden Fall empfehlen, auf eine Agentur zuzugehen. Fragen von Endkunden selber zu beantworten, da ganz direkt gesagt, ich glaube, das kann keiner besser als das Unternehmen, weil der weiß ja im Zweifelsfall, was fragt denn der Kunde täglich am Telefon, wie kann ich das beantworten? Und dort quasi die Texte und Inhalte zu erzeugen, das glaube ich, kann man sehr gut selber machen. Thomas Kaiser, kann man diese Einschätzung teilen? Definitiv, es kommt einfach natürlich immer auf die Struktur des Unternehmens an, also auf die Größe. Entscheidet man sich, das Inhouse zu machen oder nicht? Das geht auch immer in Wellen. Mal gibt es Phasen, wo viel Inhouse gemacht wird. Die Frage ist halt immer, kann ich als Unternehmen eigentlich beurteilen, wie gut der Mitarbeiter ist, den ich da einstelle? Die Frage stelle ich mir schon mal eigentlich immer, wie machen die das? Das ist ja nicht so einfach. Also wir haben Erlebnisse oft, dass wir dann mit entsprechenden Leuten in den Unternehmen arbeiten und sehen halt, dass die da vielleicht überfordert sind oder falsche Vorstellungen haben. Das ist wirklich sehr individuell. Also klar ist, wenn ich ein lokales Unternehmen habe, wird es einfacher sein, als wenn ich überregional oder natürlich dann sogar weltweit tätig bin. Dann brauche ich in der Regel dann schon mehr in der Agentur. Und natürlich, wie stark der Wettbewerb ist. Bei Abbruchunternehmen gibt es in München vielleicht wirklich 10, 15, die man da kennt und die es gibt. Wenn aber natürlich an der Webseite fatale Fehler sind und der Kunde sagt, ich kann das nicht selber machen, dann klar, dann brauche ich natürlich eine, die das natürlich auch vernünftig macht. Okay, danke. Jetzt ja, Timo,
Ja, genau. Da war die Frage bezüglich der Backlinks. Da soll man da sich auf die Homepage fokussieren oder auf Unterseiten oder wie kann man das einschätzen? Wo sollen die Backlinks hinlinken? War eine Frage. Ja, es wäre super unnatürlich, wenn alle Backlinks in der Form auf die zielführende Unterseite gleich schießen, weil das bringt das Ganze in Disbalance. Und das, was wir schon empfehlen, und da würden die mir anderen beiden nicken mir sicherlich zu, ist, dass die Startseite, also die Home-Seite, die Root-Domain einfach die meiste Autorität hat. Und dann kann man nach zunehmender Autorität über die Startseite beginnen, auch einzelne Unterseiten mit mehr Rückenwind und mit dem einen oder anderen Backlink zu versorgen. Aber solange die Navigation sehr, sehr gut ist, hat der Thomas ja auch vorher erzählt, an dem Beispiel, dann überträgt so eine Startseite ab gewissen Punkt X natürlich auch diese Power auf die Zielunterseiten. Ja. Gleich der anschließende Frage, wenn man mehrere Produkte hat, das heißt, man braucht eigentlich dann ja auch mehrere Fokus-Keywords, die man dann auf mehreren Unterseiten platzieren muss. Wie geht man mit mehreren Produkten aus? Also wenn man nicht nur eine Dienstleistung hat, sondern vielleicht ein ganzes Portfolio. Genau, dann unterscheidet man nochmal zwischen diesem Lower und Upper Funnel. Florian hat das ja auch schon benannt. Da war auch das Thema Blogbeiträge versus Leistungsseiten. Am Ende geht es ja darum, dass ich mit einem Hauptfokus sage, okay, was sind meine Leistungen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, das wäre jetzt beim Gebäudereiniger. Kannst du nochmal ein Beispiel auch nennen, Florian? Ist natürlich die Fensterreinigung, die Fassadenreinigung wahrscheinlich, dann die Kellerreinigung. Und jetzt könnte ich diese Keller, Fassade und Fensterreinigung unmöglich in einer Unterseite abbilden, weil ich A, damit den User völlig durcheinander bringe und weil ich zweitens auch Google völlig durcheinander bringe und weil ich nie eine Chance haben werde, dafür natürlich exzellente Top-Rankings für diese Fokusbegriffe zu erreichen. Das heißt, die Strategie ist immer folgende. Man macht natürlich, man clustert das in so Keyword-Wölkchen und sagt dann, vielleicht ist die Doppelfenster und die Fenster, die normalen Fenster, vielleicht kann das eine Unterseite sein, aber sobald es sich thematisch klar unterscheidet, dann benötigt es neue Unterseiten. So, und zusätzlich liegt natürlich die meiste Konkurrenz immer auf diesen Fokus Leistungsseiten-Keywords. Und da lohnt sich natürlich parallel, und da gebe ich dem Florian total recht, zu sagen, hey, ich möchte mich als in meiner Expertise nochmal klarer positionieren. Und beantworte diese ganzen W-Fragen, die ein potenzieller Kunde natürlich hat, bevor er bei mir anfragt. Ja, genau. Und wenn in Verbindung dann die Fokus-Keywords ganz oben stehen, dann kaufen Menschen richtig schnell. Ja. Dankeschön. Eine Frage an Thomas Kaiser, Focus Keywords. Jemand ist unter uns, der Tai Chi Quan Kurse anbietet. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Die Schreibweise variiert auch. Das heißt, es gibt verschiedene Varianten, auch dann, was gesucht wird. Da ist dann auch die Frage, ja, welchen Begriff nehme ich denn jetzt von den verschiedenen Varianten? Vielleicht den syntaktisch richtigen, der nicht gesucht wird, oder einen, der öfters gesucht wird, oder wie kann man da sich dann auf die richtige Schreibweise sozusagen fokussieren? Die Frage ist noch ein bisschen weitergehender, dass es dann auch darum geht, es werden solche Kurse angeboten, ob man sich dann eher weniger fachspezifisch konzentrieren sollte oder eher auf die Keywords, Seminar, Kurse oder Ähnliches konzentrieren soll. Also im ersten Schritt ist natürlich so, das ist das, was wir bei uns machen, das nennen wir Verdichten. Also das heißt, wir fassen Keywords zusammen. Also es gibt natürlich einmal mal die Cluster, dass ich halt sage, was für Leistungen habe ich denn so generell? Und dann gibt es natürlich, unterteilt man das in die Bereiche, die einfach nichts miteinander zu tun haben. Also ich nehme dieses klassische Beispiel Brustvergrößerung und Fettabsaugung. Warum nenne ich das? Weil Google hat damals, oder bei Google Ads ist es so, dass man halt, wenn man das nicht genau steuert, und man bietet Brustvergrößerung an, dann wird die Anzeige auch geschaltet bei der Fettabsaugung, weil Google meint, naja, das sind so Leistungen, die hängen so eng zusammen, weil das sehr häufig von denselben Personen gesucht wird. Ist natürlich was komplett Verschiedenes. Also ich muss es unterteilen und muss dann gucken, was gibt es denn für verschiedene Varianten. Wir haben das gerade mit dem Teilabbruch oder Teilabriss gesehen. Das heißt, wir müssen dann vereinzelt tatsächlich in die Suchergebnisse gehen und gucken zu verstehen, was versteht denn Google darunter. Ja, es gibt zum Beispiel so das Beispiel, was man einfach Brennofen und Brennöfen. Also die Pluralbildung in der deutschen Sprache ist extrem schwer. Dieses Stemming, also das Zurückführen auf die Grundform, ist in der deutschen Sprache kompliziert. Genauso das Problem mit den Gendern kann ich an der Stelle auch anbringen. Da hatten wir auch einen Kunden, wenn man halt sehr Keywords gendert oder auf der Webseite
Die Sternchen zum Beispiel verwendet, das versteht Google nicht, da braucht Google mir nicht erzählen, irgendwann wird der Algorithmus es automatisch verstehen. Also ich muss dann tatsächlich eventuell praktisch bei Google nachschauen. Also versteht er unter Teilabbruch und Abriss das Gleiche? Wenn das komplett verschieden ist, dann offensichtlich nicht. Jetzt hatten wir einen Fall, wo die gleiche Seite rankt und dann, wenn ich reingehe, sehe ich, ja, die sind schlau genug gewesen und haben das zusammengefasst. Dann kann ich natürlich Keywords zusammenfassen und oftmals so falsche Schreibweisen versteht Google auch. Also wenn dann oben erscheint, meinten sie und dann steht die richtige Schreibweise, dann kann man davon ausgehen, dass ich diese falsche Schreibweise ignorieren kann. Also da kommt es natürlich dann so auf Details an. Das Verdichten heißt eben, wir packen dann in eine Seite 2, 5, vielleicht auch 20 Begriffe, weil die alle eigentlich zusammengehören und auch als Erklärung zu dem Begriff sinnvoll sind. Mhm. Ja, und ob ich dann, was ich dann mit den Kunden konkret anbiete an Leistungen, das muss ich halt einfach herausfinden. Aber ich finde natürlich bei den Personas, also der die Personas erfunden hat, hat ja eigentlich die Ursprungsidee, mit mindestens 12 Personen aus der Zielgruppe zu sprechen, also ein Interview zu machen, um tatsächlich die tatsächlichen Bedürfnisse zu verstehen. Das heißt, ob die einen eher das oder das machen wollen, das kann ich natürlich anhand der Zielgruppe erfahren. Ansonsten, das muss ich dann tatsächlich vielleicht einfach ausprobieren. Ja, was funktioniert dann bei den Leuten, die auf meine Seite kommen, einfach besser? Das ist dann schwer vorab zu sagen. Ich kann natürlich anhand der Suche dann feststellen, suchen die Leute dann eine Kombination mit dem Kurs oder möchten die in One-to-One-Training haben oder wie auch immer oder mit Kindern zusammen, da gibt es ja alles Mögliche. Also das kann man so pauschal nicht beantworten. Danke. Zwei Fragen habe ich noch. Also wenn Sie jetzt noch eine Frage stellen wollen, jetzt wäre die Gelegenheit. Eine an Florian Wanner. Da geht es speziell um Bilder und wie die suchmaschinentechnisch behandelt werden. Da ist die Detailfrage, wo bringe ich meine Keywords unter? Im Alttext oder im Titel oder in der Benamung? Wie geht man mit Bilder um? Das sind so diese typischen Antworten im SEO-Bereich, die man eigentlich hören will. Es kommt drauf an. Also tatsächlich ist es ja so, gerade dieses Thema Bild, wenn ich eine Suchmaschine bin und ich möchte jemandem eine perfekte Antwort auf eine Frage liefern, dann macht es natürlich Sinn, Seiten zu bevorzugen, die Bildmaterial haben, die das unterstützen. Das heißt an der Stelle, ich habe beim Bild immer die Möglichkeit, meinen Content zu unterstützen mit Infografiken und Co. Habe ich im Endeffekt niedrige Bounce Rates. Ich bleibe eher auf der Seite, weil mich die Seite besser abholt. Das ist schon mal der erste Punkt, der natürlich schon einen Vorteil bringt. Der zweite Vorteil ist, ich habe beim Bild auch mehrere Möglichkeiten, das zu beschreiben. Ich habe die Möglichkeit, einen Alt-Text zu machen, einen Title-Tag zu machen und so weiter. Empfehlung ganz klar von meiner Seite ist, die Möglichkeiten, die so ein Bild bringt, nutzen. Das heißt, den Alt-Tag, den Title-Tag leer zu lassen, wäre doof. Ich würde aber das immer empfehlen, so zu nutzen, wie es auch gedacht ist. Das heißt, der alternative Text ist ja eigentlich gedacht zum Thema Barrierefreiheit. Blinden Menschen zu sagen, um was geht es denn auf diesem Bild? Das heißt, das auch zu nutzen und das genau so zu handhaben. Das heißt, zu schreiben, auf diesem Bild ist Folgendes zu sehen und den Title-Tag auch so zu nutzen, wie es Sinn macht, dass ich, wenn ich mit der Maus drüber fahre, die richtige Info zu diesem Bild erhalte und dann nicht irgendwie künstlich irgendwelche Keywords einzupflegen, sondern das zu tun, was der User sehen möchte. Und aus dem Grund, also Bilder definitiv ja, Alt-Tag nutzen und Title-Tag nutzen ja, da irgendwelche künstlichen Tricks einbauen, nein, bitte nicht. Und vom Bild her, also meine Erfahrung der letzten Jahre war immer, je individueller die sind und je tatsächlich je themenspezifischer die sind, umso besser ist es tatsächlich in der praktischen Erfahrung. Also das Stockfoto, das sozusagen jeder hat, ist nett, aber ein eigener Content, der das Problem nochmal individuell behandelt, führt immer zum größeren Erfolg. Und wir haben ganz gute Erfahrungen gemacht, tatsächlich mit Infografiken, meistens so im oberen Drittel, die den Endkunden schon mal besser abholen und ihm einfach ja, mehr Fleisch geben, sozusagen, zu dem Thema. Vielen Dank. Timo, die Frage ist hier ein bisschen technischer Art. Wo muss ich die Meta-Beschreibung H1, H2, H3 eintragen? Also technisch gesehen, oder wie gehe ich mit diesen Überschriftkennzeichnungen um? Ja, dazu muss ich, um das Ganze im Detail zu beantworten, müsste ich einfach wissen, welches Website-System, also Content-System. Jetzt bist von der, das Mikrofon war gerade nicht zu hören, zumindest für mich. Hört das? Jetzt ist es wieder, ja, genau. Moment. Mhm. Jetzt hört er mich wieder? Ja, jetzt sind wir miteinander. Entschuldige, da war es ein Wackelkontakt hier, weil ich es doch zu sehr berührt habe. Also ganz einfach, je nach CMS, Wix, WordPress, Jimdo, wenn du irgendeiner dieser Page-Builder nutzt, Squarespace, dann kannst du diese Metadaten immer in diesen SEO-Einstellungen einstellen. Und dann schreib mir noch eine kurze E-Mail, um welches CMS es sich bei dir handelt und welche Website-Technik, dann kann ich dir das
kurzerhand zeigen. Okay. Dann noch eine Frage technischer Art ein bisschen an dich, Timo. Wenn das Keyword zum Beispiel Lesegerät ist, also ein Umlaut in dem Keyword ist, spielt das irgendeine Rolle? Soll ich dann wirklich das Ä benutzen oder das AE oder wie kann man das einschätzen? Umlaute oder Sonderzeichen in Keywords? In der URL immer bitte AE und im Text dann einfach das normale deutsche E. Okay, dann noch eine Frage an Thomas Kaiser. Hier steht, wie kann ich Google dazu bringen, die Indexierung meiner Kategorien durchzuführen, außer das in der Google Search Konsole einzureichen? Also das ist jetzt ein Aspekt, den man natürlich immer prüfen muss, ist die Seite sauber indexierbar. Es gibt dann zwar die sogenannten XML-Sitemaps, aber ich kann Google zu nichts zwingen. Das heißt, ich kann in der Search Console das richtige einzelne URLs indexieren lassen in quasi Echtzeit. Das ist aber entsprechend begrenzt. Von daher ist jetzt die Fragestellung, hat jemand gerade was frisch geändert und möchte, dass es möglichst schnell online geht, dann kann ich halt nur 10 URLs kann ich dann in der Search Console eintragen, dann muss ich warten. Ansonsten muss ich halt gucken, was behindert denn Google möglicherweise daran, die Seite zu besuchen. Wenn ich jetzt zum Beispiel 3 Jahre lang an meinen Seiten nichts geändert habe und ändere dann ist natürlich klar, wenn Google mir vorbeischaut und stellt fest, da hat sich nichts geändert, dann wird der Zyklus halt vielleicht länger werden und dann kann es halt durchaus mal eine Woche oder zwei dauern, bis es indexiert wurde. Also dann muss man die 10 Freischüsse, die man hat in der Search Console, halt sinnvoll nutzen und wie gesagt, ich kann das nicht beschleunigen durch Zwang. Auch eine XML-Sitemap ist jetzt nichts, wo man Google sagt, das hier musst du jetzt auch so machen, wie ich es dir gebe. Das funktioniert leider nicht. Wir haben dazu eine Lösung auch entwickelt, weil das ist, wie der Thomas sagt, hey, manchmal kann das bis zu 2 Wochen dauern und dann ist natürlich der Indexierungserfolg verantwortlich für einen zukünftigen SEO-Erfolg. Und das hatten auch viele Kunden bei uns und deswegen haben wir da auch noch eine eigene Methode entwickelt, dass wir sie so in 1 bis 2 Tagen, 24 bis 48 Stunden quasi jede URL in Index bekommen. Kannst du mir auch schreiben oder wenn da nochmal Hilfe aufkommt, dann genauso machen, wie Thomas sagt. Und wenn dann gar nichts mehr geht, dann hätten wir auch nochmal eine Lösung dafür. Vielen Dank. Letzte Frage an Florian Werner. Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Business-to-Business und Business-to-Consumer im SEO-Bereich? Dass da bestimmte Dinge anders sind, als wenn ich Endprodukte an Endkunden verkaufe, als zwischen Unternehmen? Kurz gesagt, ja. Also im Endeffekt, der Endempfänger ist immer ein Mensch. Das bleibt gleich. Egal ob B2B oder B2C, Menschen kaufen bei Menschen. Der Unterschied im B2B-Bereich ist meistens, ich habe es mit einem sogenannten Buying Center zu tun. Das heißt, nicht einer allein trifft die Entscheidung, sondern es gibt halt häufig das typische Thema, dass ein Mitarbeiter hat eine Idee, informiert sich zu einer Lösung, geht zu seinem Vorgesetzten, der wiederum selber keine Entscheidungsbefugnis fürs Budget hat und auch weiter geht zu seinem Vorgesetzten. Das heißt, die Etagen sind länger. Im Bereich der Suchmaschinenoptimierung, weshalb wir heute da sind, würde ich sagen, nein, da optimiere ich immer für die gleichen Menschen. Im Bereich des Marketings eindeutig ja. Ich muss im B2B-Bereich einfach mit mehr Retargeting-Optionen arbeiten und so weiter, die darüber hinausgehen, weil einfach mehrere Leute entscheiden und ich muss alle dieses komplette Buying Center überzeugen sozusagen. Im Bereich der ganz normalen Suchmaschinenoptimierung, es unterscheiden sich grundsätzlich natürlich Fachbegrifflichkeiten und Co., die Leute googeln, es werden Entscheidungen auch ein bisschen anders getroffen. Aber um für ein Keyword zu ranken, würde ich sagen, pauschal die gleichen Methoden anzuwenden. Vielen herzlichen Dank für die vielen Antworten, für die Vorträge vorher. Vielen Dank, dass ihr drei euch auf dieses Experiment 15 Minuten, drei Experten eingelassen habt. War wirklich, ich hoffe, die Premiere für Florian war okay und dass man eben in 15 Minuten so ein umfangreiches Thema nicht abschließend abdecken kann, ist klar. Aber ich hoffe, dass Sie die eine oder andere Inspiration mitgenommen haben, dass es sich lohnt, Suchmaschinenoptimierung zu machen. Und die drei stehen ja dann auch noch zur Verfügung für Nachfragen. Würde uns freuen, wenn Sie in der nachfolgenden Bewertung uns ein Feedback geben und sagen, hat gepasst. Das ist etwas, wo wir dann öfters mitmachen können bei der IHK. Ich zeige Ihnen nochmal ich übertrage hier meinen Bildschirm, sodass Sie nochmal sehen, was wir in Zukunft vorhaben. Suchen Sie sich einen Termin raus. Für heute sind wir durch. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Nochmal der Dank an die drei Experten. Würde uns freuen, wenn Sie uns wieder beehren. Ich muss schauen schnell, was wir noch haben. Genau, Feedback haben wir, nächste Termine haben. Dann bleibt es für mich noch zu sagen,
Auf geht's, packen wir es digital. Starten Sie heute mit Suchmaschinenoptimierung, mit Ihren ersten Schritten oder Ihrer Verbesserung. Ich drücke hier wieder das Knöpfchen, um das Webinar zu beenden. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Ja, danke vielmals. Ja, tschüss. Ciao.